Alles Gute zum Anfang der großen Fastenzeit und alles Gute auch zum Fest des Papstes Kyrillus. An einem Montag vor 10 Jahren und genau auch am 9. März ist meine geliebte Mutter heimgegangen. Und ihr Fürsprecher war Papst Kyrillus. Und sie ist genau heimgegangen am gleichen Tag auch seiner Heimfahrt. Von diesem Ereignis habe ich so viel gelernt. Also wie man wirklich seinen Fürsprecher liebt und wie diese Beziehung mit den Himmlischen so groß und stark sein kann. Vom Papst Kyrillus können wir so viel lernen. Er ist uns einfach ganz nah. Also er ist heimgefahren im Jahr 1971. Er ist nicht einer der Heiligen des 4. Jahrhunderts oder des 5. Jahrhunderts. Er hat uns gesagt, wir können auch in einem modernen Kontext heilig leben. Wir können auch Gott lieben und wir können auch treu zu ihm bleiben, egal wie alles um uns läuft oder welche Schwierigkeiten im Leben wir haben. Vom Papst Kyrillus habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt, wie man so schwierige Entscheidungen im Leben durch das Gebet treffen kann. Und das ist jetzt mein Thema. Er hat so viele schwierige Situationen und er hat so viele ernste Entscheidungen durch das Gebet getroffen und das Gebet hat alles so gelingen geschenkt. Mit 25 Jahre alt ist das sicher eine nicht leichte Entscheidung, dass man sein ganzes Leben für Gott widmet oder ins Kloster geht. Aber durch das Gebet, das er schon als Junge oder als eine der Jugendlichen beherrscht hat, war das so klar, dass er sagte, ich will jetzt ins Kloster gehen und mein ganzes Leben Gott widmen. Das ist Papst Kyrillus. So auch bedeutet sein Name, ein Diener Gottes, Kyrillus von Kyrie, Herr, was der Herr bedeutet. Also er hat sein ganzes Leben Gott gewidmet. Und dieses Leben im Gebet konnte ihn auch begleiten in anderen schwierigen Situationen, als Patriarchen auch begleitet. Ich glaube, das war auch nicht eine leichte Entscheidung, als die äthiopische Kirche bat um eine eigene heilige Synode und einen eigenen Patriarchen. Das war nicht eine leichte Entscheidung. Seit dem 4. Jahrhundert, seit der Zeit des Papstes Athanasius, ist immer der Bischof von Äthiopien ein Ägypter, ein Kopte. Das war nicht eine leichte Entscheidung, aber durch das Beten war das so leicht und klar. Ja, sie sind eine Tochterkirche und sie können jetzt auch eine Schwesterkirche sein und die Liebe hört niemals auf. Und das alles im Kontext des Gebetes. Die Entscheidungen, die so vielen Entscheidungen vom Papst Kyrillus haben die Zukunft der Kirche verändert. Nicht nur ihre Gegenwart damals, aber auch die Zukunft. Mit dem Mönchtum hat er ein Kloster gegründet, das Kloster des Heiligen Minas. Eine Leuchte in der koptischen Kirche bis jetzt. Wie viele Bischöfe sind von diesem Kloster rausgekommen? Wie viele haben diesen Trost und diesen Frieden bekommen, als sie dieses Kloster besucht haben? Er hat wirklich die Zukunft der Kirche verändert. Und das alles in diesem Kontext des Gebetes. Das alles gestärkt von den vielen Liturgien, die er gefeiert hat, ob als Mönch oder in diesem Windmühle später oder auch als Patriarch. Mit den christlichen Lehren hat er auch die Zukunft der Kirche verändert, als er diese zwei wichtigen Bischöfe geweiht hat am gleichen Tag.
Bischof Amba Samuel für diese Dienste, karitativen Dienste, und auch Bischof Amba Shinoda für die christlichen Lehre. Und wir kennen alle, was diese zwei Bischöfe gemacht haben durch die Gnade Gottes und wie sie wirklich das Bild der koptischen Kirche verändert haben und so wie auch ihre Zukunft. Auch das Gebet. Das Gebet. Die so vielen Liturgien, die er gefeiert hat, die so vielen Abendweihrauchgebete, die er also tagtäglich geübt hat und hat so viele Kirchen motiviert, dass sie immer Abendweihrauch und Mitternachtslobpreisung feiern, das hat wirklich so viel verändert, hat unsere Kirche so viel Reichtum geschenkt oder sozusagen hat so viele Schätze, die schon in der Kirche sind, aufgeweckt. Und die Kirche hat wirklich Blütezeit in all diesen Bereichen erfahren durch seine Gebete. Lasst uns von diesem heiligen Mann, von diesem heiligen Patriarchen, von diesem Mann Gottes das Beten lieben. Lasst uns mehr Zeit für Gott widmen während dieser Fastenzeit. Lasst uns mehr beten für unsere Kirche und für unsere Familien und für alle, für den Frieden in der ganzen Welt und in unseren Häusern und auch für uns selbst, dass Gott uns rettet. Ehre sei unser Gott in alle Ewigkeit. Amen.